Servus, meine lieben Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier seid zu einem neuen Let's Play. Ich bin's wie immer, euer André. Und ja, wir sind wieder bei Runes of Magic unterwegs. Kämpfen uns immer noch hier unten durch, machen alle Quests und wollen endlich aus dem Kerker ausbrechen. Genau, das ist jetzt unser Ziel. So, im letzten Video, ja, hat ja die liebe Birgit geschrieben, dass wir uns, also nicht nur Birgit, sondern auch viele andere haben geschrieben, sollen wir endlich mal eine zweite Klasse zulegen. Dann machen wir das heute mal, ja, damit endlich vielleicht ich noch ein bisschen weiterkomme. So, eine zweite Klasse in Morphantas haben sie mir gesagt. So, ich bin in Morphantas und jetzt müssen wir mal gucken, oder? Müssen wir mal gucken. Morphantas ist aber groß. Morphantas ist auch weiter da hinten. In einer großen Halle. Hier sind ja mehr so die Händler. Und dann gucken wir mal. Dann gehen wir mal ein Stück zurück und schauen mal, welche Klasse ich annehmen kann. Hier sind die Höhen von Irvandis. Aber es ist ja alles Morphantas. Ja, wenn ich irgendwas falsch mache, was ich finden sollte, dann ja, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich glaube, dass ich... Ja, hier ist auch Morphantas. Genau, das ist hier richtig. So, hier sind, würde ich jetzt mal behaupten, Berufe. Holzfäller. Hier ist eine... Was soll ich hier machen? Voraussetzung nicht erfüllt. Weil hier ist... Hier könnte ich auch Sachen verkaufen, wenn ich möchte. Möchte ich das? Was haben wir hier Schönes? Brauchen wir eigentlich. So, das kann ich nicht verkaufen. Na gut. Ist egal. Machen wir später. Wir wollen jetzt, wir brauchen die Klasse hier. So, Runenhandwerker. Elite-Fertigkeitenmeister. Guck mal hier, Magierausbildung. Weiß nicht mehr, ich hatte nur mal ein Gespräch gehabt hier, die beste Klasse wäre. Also ich bin ja jetzt Krieger. Ich denke, ich mache es einfach. Ich mache als sekundäre Klasse, mache ich einfach eine Fernkampfklasse. Ich denke, dass das schon am coolsten ist. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen besser mit den Gegnern. Jetzt ist halt immer die Frage, soll ich einen Hexenmeister nehmen oder soll ich einen Magier nehmen? Ne? Beide sind ja irgendwie cool, aber... Ich glaube, ich entscheide mich dafür. Hoffentlich haben wir diese Katastrophe bald überstanden, sodass ich meine Künste mehr Lehrlingen beibringen kann. Ich möchte Magier werden. Ihr habt nach Logger transportieren gelernt. Damit könnt ihr in niedrigen Gebieten zurückkehren. Ihr habt Drehvollvertransport. Oh, das kann ja keine Sau so schnell lesen. Okay, also da war auf jeden Fall, was Birgit gesagt hat, dieser Ryford-Transport, oder wie er heißt. Der war jetzt ja gerade mit drin, habe ich gesehen. Ist jetzt die Frage, wo finde ich den, wo finde ich das? Weiß keiner, gerade. Na gut. Hier ist es in den Einstellungen drin, wenn man Charakter, Monster, Fortschritte, Ranglisten. Vielleicht könnt ihr mir das nochmal sagen jetzt, wo ich diese Ports habe. Das habe ich auch wieder ganz vergessen. Generell gibt es vielleicht, wisst ihr, Buttons, die ich hier reinziehen kann, damit ich gleich immer die Ports habe, wo ich hin möchte. Natürlich total klasse. So, jetzt ist die nächste Frage. Jetzt bin ich Magier. Ja, gibt es eine Questreihe? Warte mal. Wo sehe ich, dass ich Magier bin? Hier. Ah, guck mal hier. Links bin ich Krieger. Rechts bin ich Magier. Okay, da müsst ihr mir mal ein bisschen helfen. Wie bin ich jetzt Magier? Ja, also ich bin ja ausgerüstet mit Schwert und Schild und so weiter. Aber mal gucken. Charakter, Ausrüstung, Waffenfertigkeiten, Handwerk, Emotes, Klassenliste. Okay. Ja. Hier. Okay, es würde mich natürlich schon... Aha. Ist es das, Leute, dass ich, wenn ich hier raufgehe, dann habe ich eine zweite Leiste. Das ist wahrscheinlich die Magierleiste, richtig? Das ist ja sehr interessant gemacht. Das ist ja sehr interessant gemacht. Muss ich natürlich nur mal nochmal schauen, dass ich auch Klamotten kriege. So, ihm gehe Kriegerausbildung. Die hat nichts weiter für mich. Aha.
So, jetzt gucke ich mal. Stoffi, wa? Ein Magier ist ja immer Stoffi. Ach so. War Händlerin, genau. Mal sehen, was sie zu verkaufen hat. Genau. So, also ich probiere jetzt einfach mal, das ist jetzt Stufe 5, mir das hier zu kaufen. So. Dann gehe ich in meinen Charakter. Hier ist es. Aha, und dann mache ich Fehler, Zauberziel. Bin ich aber nackt. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt? Okay. Okay, das ist jetzt blöd. Was habe ich jetzt getan? Okay, anscheinend komme ich damit überhaupt gar nicht klar. Du kannst deine Vorstellung im Bereich persönliche Informationen. Ausrüstung wechseln. Rüstung 2. So, wer ist das hier, Leute? Kostümeinstellung. Ausrüstung 1. Ausrüstung 2. Wahrscheinlich das, oder? Dann mache ich das so. Okay. So, jetzt habe ich eine dicke Kleidung. Guck mal, es gibt zwei verschiedene Sachen. Was ist denn der Unterschied? Stufe 3? Stufe 3. Unterkörper, Unterkörper. Magische Verteidigung 16. 16 hat auch nur physische Verteidigung 11 und 11. Hose. Ruhe. Warte ich so? Nein, Leute. So nicht. Wo bist du? Hier ist der Gürtel. Dann bräuchte ich noch für Arme. Da gibt es noch. Heilfähigkeit mal. Also Intelligenz, glaube ich, wäre das, was ich brauche. Der hat gar keine. Der hat für Hände gar keine. Der hat gar keine Handschuhe. Der hat nur Hose und Dings. Okay. Als nächstes bräuchte ich natürlich einen Zauberstab. Ein Zauberstab. Da bräuchte ich jemanden, der. Ich könnte auch mal ein Auktionshaus gucken. Wenn ihr das, was ihr kaufen wollt, nicht finden könnt, dann sucht ihr im Auktionshaus danach. Wie mache ich das? Ja. So, und zwar brauche ich einen Stab. Zweihand. Gehen wir davon aus, er kann Zweihand. Suchen. Ach so. Stufe, naja, der Kollege ist jetzt Stufe, ich weiß nicht, was kann ich denn nehmen? Kann ich das sortieren? Boah, guckt euch mal die Preise an. 350 Millionen Gold für einen Zauberstab, Leute. Okay, wenn ich bis Stufe. Wahl. Ja, wenn ich jetzt Stufe 14 nehmen würde, dann hätte ich da auf jeden Fall. So, ich habe aber leider nur 20.000 Gold. Ich glaube, fangen einfach mal an. Ja. Ich kaufe einfach mal den hier für 1.600. Kann ich den so kaufen? Sofort kaufen.
Bitte holt den Gegenstand in eurem Postfach ab. In meinem Postfach. Wo war die Post? Dein Ding. Ich glaube, da hinten war. Hätten sie mal lieber gleich neben dem Auktionshaus, hätten sie mal einen Briefkasten machen müssen. Sag mal. Hier, das war genau, das war die Post. Da haben wir. Und nee. So, jetzt nochmal Charakter öffnen. Und den Stab auswechseln. Einwechseln. Kann ich benutzen. Da oben. Okay. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich richtig schlecht. Sieht auch schon mal cool aus. Ist auf jeden Fall wieder eine kleine neue Lebenserfahrung. Wenn du mal wieder eine andere Klasse spielst. Und dann baue ich jetzt mal einfach. Ach so, seht ihr? Ich habe ja auch noch gar keine Attacken, ich Idiot. Wie mache ich denn das? Kann ich eine neue Leiste machen? Kann ich eine Leiste dazu machen? Oh Gott, so viele Fragen und keine Antworten. Interface-Einstellungen. Steuerung Aktionsleisten. 1, 2. Ah, das ist ja doof. Ach, guck mal hier. Ich kann sogar noch in die Breite gehen. Ach, das ist ja schwierig. Ich dachte, ich habe jetzt wirklich gedacht. Kanal wechseln. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich könnte das so machen wie in anderen Spielen. Dass ich hier einfach umswitchen kann. Und hab dann einfach. Also ihr wisst, was ich meine. Wie bei World of Warcraft. Da kann ich zum Beispiel dann weiterklicken und dann sind die Leisten neu. Also sind dann neue Sparten. Okay, die Frage ist jetzt C. Wenn ich mich jetzt umswitche wieder auf 1. Okay, also er ändert auf jeden Fall. Er ändert auf jeden Fall das Schwert. Aber trotzdem will ich jetzt wissen. Wenn ich jetzt auf Fertigkeiten klicke, müssen wir es einfach mal ausprobieren. Hier. Allgemein Krieger Magier. Okay, das sieht so aus, als so. Nix hier. Ich habe auf jeden Fall noch EP. Max. Okay, aber die sind generell noch nicht freigeschaltet. Also ich kann wirklich mit dem Magier erstmal nur nichts machen. So, wir probieren uns erstmal den Käfer hier aus, würde ich sagen. Ah, okay. Okay, das ist alles sehr anders, muss ich sagen. Das ist wirklich alles sehr anders. Also ich habe jetzt wirklich tatsächlich gedacht, dass ich mit den zaubern kann. Habe ich jetzt befeuert. Ach, guck mal, hier ist der Transport. Hier ist der Transport. Rein damit. Aber dann mache ich noch was ganz anderes. Pass auf, dann mache ich das anders. Interface-Einstellung, Aktionsleisten. Dann kommt die Leiste noch dazu, die dritte. Und dann kommen so eine Nebensachen da oben rein. So, aber jetzt trotzdem habe ich... Gegner wird wiederholt mit der Waffe angegriffen. Habe ich tatsächlich gedacht, kann zaubern. Ist aber nicht so. Feuerball. Aber hier steht auch gar nicht, wann ich den Feuerball benutzen kann. Oder wann er kommt. Naja... Ihr Profis, ihr wisst es und ihr werdet mir es bestimmt sagen. Dann einfach mal unten in die Kommentare rein. Ich werde mich erstmal weiter auf den Weg machen und dann schauen wir mal, vielleicht, ja, wie es wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich bitte ein Like da lassen, abonniert meinen Kanal und ja, schaut euch meine Videos an. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer André und ciao.